Und was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen natürlich unsere Röllchen, die sind angefeuchtet, die sind trocken. Gefärbt wurden sie mit Acrylfarbe und die hier mit Walnussschalen. Und ja, den Link dazu kann ich euch gerne oben dann verlinken. Genau, gedreht wurden sie so ungefähr halbe Zeitung auf 1,2 mm starke Fahrradspeiche. Wir brauchen außerdem noch unsere Form. Das ist so ein Bottich von so einer Sportlernahrung, wie auch immer. Den Deckel, der stört uns, deswegen haben wir jetzt nur den Boden genommen und das so ein bisschen, ja, mit Styropor präpariert. Wir wollen halt so ein bisschen größere Rundung erreichen, dass es wirklich wie so ein Bottich so ein bisschen ausschaut. So, genau. Wie berechnen wir denn unsere Starken oder woran könnte man sich denn orientieren, wie viel Starken man dann so braucht? Also unsere Form beträgt ungefähr 66 cm. Da unsere Abstände zwischen den Starken, ja, bis 2 cm, sagen wir so immer ungefähr. Wir haben jetzt 1,8 genommen, das heißt 66 cm geteilt durch 1,8 ergibt 36,6, meine ich. Und ja gut, ja, wir haben uns jetzt einfach nur auf die 36 beschränkt, das ja, die paar Millimeter hin oder her. Und so könnt ihr euch dann orientieren. Je nachdem, welche Form ihr habt, so könnt ihr das ungefähr ausrechnen. Also den Umfang durch 1,8 oder auch 2. Und dann erhaltet ihr die Angabe eurer Starken. Und das ist natürlich auch abhängig, je nachdem, welche Flechtart ihr da nehmt. An der Stelle nochmal die kleine Erinnerung: 36 Starken wollen wir erreichen. Uns kommt diese Konstruktion gerade gut entgegen, also jeweils drei Starken aufeinander geschichtet in dieser Variante. Ihr könnt natürlich gleich von vornherein solche größere nehmen, aufgrund der Kamera jetzt gerade im Weg und alles Mögliche haben wir uns für die kürzere Variante entschieden. Wir haben jetzt 18 Endungen erhalten und später können wir jeweils dann nur ein Röllchen zu jeweils anderem Röllchen dazustellen, sprich die einfach nur verdoppeln und erreichen unsere 36 Starken. Darum geht es gerade. Wir verlängern ein Arbeitsröllchen, ein angefeuchtetes. Anfangsstärke. Genau, wir können uns die Anfangsstärke merken oder auch markieren. Sie hat jetzt oben einen Knick genau hingemacht, dass wir uns so ein bisschen daran orientieren können. Also sprich, wie viele Runden ihr dann geschafft habt. Drückt das von vornherein schon richtig an eure Mitte dran, an euer Geflecht. Dann entstehen auch nicht so die riesen Lücken dazwischen. Genau, und das ist unsere Schnur aus zwei Arbeitsröllchen. Und so flechtet ihr dann euer Geflecht dann weiter. Wir verlängern die Röllchen, die Arbeitsröllchen bei dem Geflecht eher unten. Also wir sehen zu, dass wir unsere Verbindung unten hinbekommen, weil das dann unsere innere Seite dann sein wird und die Innenseite wird dann halt nicht sichtbar sein.
Wir sind nun an unserer Anfangsstärke angekommen, das ist die hier, und werden jetzt die Stärken auseinanderflechten. Andere. Damit geht's besser. Das ist eine dickere Stricknadel. So macht ihr sie alle durch und umflechtet das dann einzeln, bis ihr eure Größe von dem Boden eigentlich schon erreicht habt. So, das ist die erste. Fünf Runden haben wir nun verflochten, das ist jetzt unsere Anfangsstärke. Und ja, vorhin habe ich gemeint, ihr solltet dann bis zum Schluss flechten. Natürlich nicht, wir werden unsere zusätzlichen Stärken natürlich auch dazu stellen. Das zeigen wir euch an der Stelle kurz mal. Das ist die letzte, ne? Das ist unsere erste. So. Einfach dazu stellen, also nicht drunter legen, nicht oberhalb legen, wirklich. Ist möglich auch. Einfach nur dazu stellen. Natürlich könnt ihr das auch oben drauf oder unten drunter. Das haben wir euch in einem anderen Video gezeigt. Und ich versuche euch auch dieses Video zu verlinken, so könnt ihr dann auch verlängern oder zusätzliche Stärken dazustellen, das ist so besser gesagt. So, wir haben nun doch drei Reihen verflochten mit diesen doppelten Stärken. Und weiter wollen wir sie dann wieder auseinanderschieben und jeweils einzeln verflechten, und zwar mit einer Schnur aus drei Arbeitsröllchen. Ihr verschafft euch so ein bisschen dazwischen Platz, legt das dritte Arbeitsröllchen einfach so hin. 1, 2, 3. Und unter die dritte, genau, da müsst ihr jetzt aufpassen. 1, 2. Und unter die nächste dritte. Und die kommt aus 1, 2, 3, 1, 2. Und so flechtet ihr weiter die Schnur aus drei Arbeitsröllchen. Ich denke, das ist verständlich. Zählt ruhig mit. Zwei oberhalb und unter die dritte. Und wir sehen uns dann gleich. Achso, ja, wir werden jetzt eigentlich auf unsere Form übersiedeln, dass wir dann auch diese Abrundungen dann drumherum formen können. Und dann zeigen wir euch weiter. Und so schaut es auf unserer Form nochmal aus. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. Das Ganze ist schon ein bisschen wackelig. Ihr könnt euren Boden mit eurer Form durch so ein Faden, Schnur, so genau, komplett so drumherum dann verbinden, so dass der Boden auf eurer Form dann drauf ist und später dann halt die Verbindungen lösen. Das geht dann halt schon schnell raus und so umflechten wir dann unsere Form weiter. Bei diesem Geflecht, bei dieser Flechtart, werden wir jetzt unsere jede Runde
verschließen, damit wir da keine Spirale dann zum Schluss haben und dann später unser Rand wie so ein Höckerchen dann hat, werden wir jetzt jede Runde verschließen. Und auch kurze Info für euch, falls ihr zwischendurch die Farben wechseln wollt, ist das auch sehr, sehr wichtig, gerade beim Farbwechsel. Also das ist unsere Anfangsstärke hier. Und gerade beim Farbwechsel, dass eure Runde abgeschlossen ist und ihr da keinen Versatz habt, sonst ist das eine Ende dann hier und das andere dann da unten irgendwo. Also ihr habt da keinen geschlossenen Kreis, was die Farbe dann auch angeht. Und so ähnlich werden wir dann auch hier verfahren. Eigentlich genau so, bloß dass wir keinen Farbwechsel jetzt gerade haben. Wir werden trotzdem jede Runde nun verschließen. Wie gesagt, das ist die Anfangsstärke und sie verschließt jetzt die Runde. Wobei wir weiter mit drei Arbeitsröhrchen flechten werden. Normalerweise nehmen wir das, aber das ist falsch. Machen wir mit dieser 1, 2. Jetzt die nächste 1, 2. 1, 2. Die kommt hier von, wo ist die Anfangsstelle? Anfangsröhrchen. Genau. Wie gesagt, unsere Anfangsstärke. Und so verschließen wir den Kreis und flechten unsere Schnur aus drei Arbeitsröhrchen weiter. Hier habt ihr wieder denselben Ausgang, dass jedes Röhrchen aus einer anderen Stack herauskommt. Wir machen weiter jetzt wie bisher dann auch. Also wir fangen mit der hinteren an und flechten nach vorne. So schaut das Ganze mittlerweile aus. Und ja, 7 Reihen haben wir nun verflochten. Mittlerweile, also wir brauchen noch ein paar Zentimeter und drückt euer Geflecht immer wieder an die Form, beim Flechten vor allem, ne, wenn ihr so eine ähnliche Form habt wie wir. Sonst, ja, sonst verläuft das eher dann so schräg ab. Genau, und jetzt werden wir das Ganze umdrehen und von der anderen Seite flechten. Und so schaut das Ganze von der anderen Seite aus. Das ist unsere Anfangsstärke. Wie gesagt, an der Stelle werden wir alle Starken verlängern. Gewichte haben wir jetzt auch noch in unsere Form reingemacht, damit wir es ein bisschen leichter haben beim Flechten. Und nun können wir im Sitzen weitermachen und in die Richtung dann weiter flechten. So, meine Lieben, das ist unsere Anfangsstärke. Wir haben unsere Runde beendet mit diesen türkisernen Röhrchen. Genauso beendet, wie wir euch das gezeigt haben. Die Farben haben wir auch nun gewechselt. Eine Runde flechten wir mit diesen drei Arbeitsröhrchen, und zwar die Schnur da draus. Und dann nochmal eine Runde aus den türkisernen. Und dann geht es weiter. An der Stelle wollen wir euch das noch mal kurz zeigen. Warum beenden wir denn die Runde also so und nicht, indem wir sie einfach so weiterflechten würden? Sie würde das jetzt mit Absicht mal falsch machen. Wir machen weiter. Das ist so Anfangsstärke. Ja, genau, das ist übrigens unsere Anfangsstärke, wundert euch nicht. So hätten wir die Runde jetzt beendet. Jetzt schaut mal her, wir würden jetzt noch die Farben wechseln. Die würden wir dann halt unten drunter wechseln, da würde die schon türkis sein. Genau, ja, dann so. Die hätten wir ja dann hier gewechselt und die da hinten, sprich die wären erst ab hier dann türkis geworden und da fängt das Türkiserne schon an. Also ihr seht es, es wird wie so ein Versatz. Es ist keine komplette Runde, es ist so ein Versatz. Und jetzt machen wir das richtig. Weil vielen ist es, glaube ich, noch nicht so ganz klar, warum man das so abschließen muss. Das Anfang. Das Gummihörchen. Mit
1, 2. Und machen wir die Wechsel. Mhm, dann wechseln wir die auch gleich. Dann sieht man auch vielleicht auch die Farbe. Die Übergänge möglichst hinter den Stagen machen, damit sie auch schön verdeckt sind. Und der Schnitt guckt dann auch dadurch zu uns und wird hinter der Stange ebenfalls verschwinden. Eins, zwei, hinter der dritte, das Anfangsstange. So, der Hund hat sich mittlerweile beruhigt und wir haben die Farben nun gewechselt und so sieht es wirklich beendet aus. Seht ihr das? Das ist eine Reihe. Und die Röllchen kommen dann komplett wie eine neue Reihe dann aus der neuen Reihe raus und man kann dann ganz normal die Schnur aus drei Arbeitsröllchen weiterflechten. Vor zwei und hinter die dritte und so weiter. Nun haben wir unsere türkiserne Runde beendet. Die Röllchen werden wir jetzt, also die Runde, verschließen auf die bekannte Art und Weise und auch verstecken. Das ist unsere Anfangsstange. So. Ein, zwei. Anfangsstange. Andere zwei. Bitte. Eins, zwei. Sakrin. Ja, muss das sein, aber wir müssen unten.
So, die Reihe ist nun beendet. Und wir nehmen jetzt eine andere Farbe, nämlich die Farbe, wo wir mit unseren, egal wo, mit unseren Walnussschalen gefärbt haben. Die sind ein bisschen unregelmäßig gefärbt. Das ist auch so gewollt gewesen. Und das ist beliebig, wo ihr dann anfängt. Das ist dann egal. Ihr tut euch neben einer starke Platz verschaffen und steckt die angefeuchteten Arbeitsröllchen dann daneben. Es wird jetzt eine ganz normale Schnur geflochten aus zwei Arbeitsröllchen. Wir zeigen es trotzdem nochmal. Ganz normale gerade Schnur aus zwei Arbeitsröllchen. Und so funktioniert das. Ihr macht bitte die ganze Runde so weiter. Und genau, sie macht sich da solche Knicks und hilft dem Röllchen, sich richtig hinzulegen. Das könnt ihr natürlich auch so machen. Und wir zeigen euch gleich, wie es weitergeht. So, die erste Runde haben wir verflochten. Und nun schaut mal, wie nochmal die Betonung, dass sie das von oben drauf gelegt hat. So, weil jetzt kommt nochmal die Schnur, und zwar aus diesen Arbeitsröllchen, die wir vorhin so hochgestellt haben. Und zwar die rückwärtige Schnur, die wird dann von unten verflochten. Jetzt tun wir die zwei hochstellen, damit die uns nicht stören. Und wir fangen an mit der nächsten Schnur, und zwar rückwärts. Das heißt, wir legen das Röllchen von unten. So. Und flechten die ganze Runde von unten. Aber die gleiche Schnur, ne? Mhm. Das ist die gleiche Schnur. Und so macht ihr eure Runde weiter, bis ihr wieder bei den zwei anderen angekommen seid. So, die zweite Runde haben wir auch fertig. Das sind jetzt unsere ersten Arbeitsröllchen. So, und die zweiten, wir machen noch mal eine. Das ist alles fertig. Ja, Tico, alles hier drin. So, und ich glaube, du wolltest noch verlängern, oder? Ja, jetzt. Aber mit dieser machen wir die. Genau, die zwei, die sind dazu da, damit wir unsere normale Schnur weiterflechten. Und die zwei anderen, die mit denen wir gerade eben geflochten haben, das ist unsere rückwärtige Schnur. So, sie verlängert das nochmal und... an der Stelle, guck mal, dass die Verbindung auch hinter einer Stange bleibt. So wie jetzt zum Beispiel. Ja. Sie sind in der Stange verschwunden. Und wir flechten unsere gerade normale Schnur aus zwei Arbeitsröllchen weiter. Warum? Ganz kurz an der Stelle. Also es entsteht so ein Muster. Warum wir nicht mit zwei flechten und dann einfach an der Stelle den Übergang machen und die rückwärtige Schnur weiter flechten, weil man den Übergang zu arg sehen würde. Deswegen flechten wir mit vier gleichzeitig. Also erstmal eine Runde mit zwei und dann eben die zweite Runde mit zwei anderen. Und diese Runde wird nochmal mit dem geraden, mit der normalen geraden Schnur sein. So, und diese Runde machen wir nun auch fertig. Wir kommen zu den zwei anderen
Enden. 1, 2, 3, 4. Und genau, achtet darauf, dass sie immer nebeneinander liegen, also dass die obere Reihe nie die untere überholt. Und jetzt flechten wir natürlich weiter damit, und zwar die gerade war das, oder? Nee, das war die ungerade. Genau, die ungerade, also die rückwärtige Schnur aus zwei Arbeitsröllchen. Genau, und so macht ihr das weiter, in der Hoffnung, ihr kommt da nicht durcheinander, welche jetzt die rückwärtige war und welche die richtige. Und so flechtet ihr eben, wie gesagt, weiter, bis ihr eure gewünschte Höhe erreicht habt. Unsere gewünschte Höhe haben wir nun erreicht. So sieht das Ganze nun aus. Misst ruhig eure Höhe überall mal nach mit so einem Lineal oder sowas, dass es dann überall auf der gleichen Höhe ist. Und nun verstecken wir dann unsere Enden. Ich vergrößere euch das nochmal. So, jetzt sieht man es besser. Ja, wenn die Kamera im Weg ist, ist es natürlich ein bisschen fusseliger. Aber einfach nur, dass wir mal gezeigt haben, wie das eigentlich geht und wie das funktioniert. Finde ich es besser, wenn du das rausziehst. So, jetzt ist sie drinnen. Und die restlichen macht ihr eigentlich genauso. Ihr verschafft euch ein bisschen Platz. Ich glaube, man sollte das auf jeden Fall mit dem Kleber fixieren. Ja, dann kann ich das nicht rausziehen auch. Das wäre besser. Genau, vielleicht habt ihr das jetzt gerade nicht gehört. Wenn man die Form rausziehen würde, würde das Ganze wahrscheinlich auch etwas besser gehen, etwas leichter. Aber an der Stelle werde ich das jetzt mal abbreche, ihr wisst, was wir damit gemeint haben, das, ja, und nimm die Kamera mal weg. So, die drei Enden haben wir nun versäubert und das letzte Stück werden wir das ein bisschen anders hinlegen. Und weiter geht es mit einem Abschlussrand, also dass wir die Starken dann unseren Abschlussrand formen. An der Stelle habe ich auch noch vergessen, was dazu zu sagen. Warum haben wir denn die ganzen Starken mit den Strohhalmen versehen? Wir haben gedacht, gut, wir sind jetzt am Ende angekommen und machen jetzt den Abschlussrand. Deswegen müssen die Starken ja auch richtig schön biegsam sein und wir haben sie dann auch befeuchtet. Und damit sie auch richtig schön durchziehen und ja, sich feucht halten, haben wir dann die Trinkhalme drüber gestülpt. Und an der Stelle, man kann jetzt auch die Scharschleckspieße entfernen, genauso wie die ganzen Trinkhalme. Kommen wir nun zum Abschlussrand. Wir setzen ein Reservierungsröllchen, einen Platzhalter für die anderen Starken.
viel. Achtet bitte nur darauf, wie sie das hingelegt hat. Die sind so ein bisschen nebeneinander, nicht aufeinander. Da ist die Reihenfolge wichtig. Schneide das gegebenenfalls nach. Nun wiederholt sich das ja die ganze Zeit. So macht ihr eben euren Abschlussrand dann fertig. Und guckt, dass die Röhrchen dann auch die anderen so ein bisschen überdecken, dass es dann kaschiert wird. Ne? Genau. Und so macht ihr dann den Abschlussrand. So, kommen wir zum Abschlussrand unseres Abschlussrandes. Also zum Abschluss unseres Abschlussrandes. Warte ganz kurz. An der Stelle, das war unser Platzhalter. Nicht, dass ihr euch dann das Ganze ein bisschen verwirrt. Genau, so legt ihr die Röllchen dann hin. Eigentlich die Form rauszumachen, ne? Aber wir probieren das mal so. Oder will ich rausmachen? Mhm. Versucht das von jeder Ecke und von jeder Ecke bei einem runden Körbchen. Also von jeder Seite das ein bisschen runterzuziehen, runterzudrücken, während ihr die Form dann hochzieht. Und hinter Form hatten wir auch Milchtüten drin gehabt. Also es sollte dann schon ein bisschen erschwert werden. Dann tut ihr euch dann einfach aber flechten. So schaut es aus. Jetzt wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Fokus, aber wir versuchen es mal. Genau, falls eure Röhrchen sich verdrehen, schaut, dass ihr das zurückdreht. Das ist ja alles Papier und biegsam. Das funktioniert wunderbar. Sonst ist es wieder verdreht. Ja, an der Stelle ist uns glatt ein Fehler unterlaufen. Wir haben uns ein bisschen vertan.
Er sollte dadurch gehen. Aber das macht ja nichts. Hauptsache der Fehler fällt früh genug auf. So. Und man kann das immer noch korrigieren. Man muss halt ständig gucken, dass das Muster sich nicht unterbricht, dass das immer sofort laufend dann bleibt. So, jetzt haben wir es. Und weiter geht es mit dem Deckel. Wir fangen mit unserem Deckel an und zum Anfang verlängern wir zwei Röllchen. Sie tut es auch noch so ein bisschen flach ziehen. Haltet das ruhig an der Verbindungsstelle fest, sonst entflutscht sie euch. Und ja, die sind angefeuchtet, man sieht's, denke ich mal. Und wir formen, es wird ein Deckel mit einem Griffloch drin. Und wir formen jetzt das besagte Griffloch. Ihr könnt natürlich auch andere Formen nehmen. Ihr könnt natürlich auch ein kleineres Loch machen oder ein größeres. Von Anfang bis dahin. Genau, nur zwei Windungen ungefähr. Da ist unser Anfang und bis dahin dreht sich das Ganze dann auch auf. Der Schnitt liegt nach innen, so dass der jetzt gleich kaschiert wird. Und zwar so. Dann fixiert ihr das Ganze mit Klammern oder ähnlichem und lässt das ein bisschen trocknen. Als nächstes brauchen wir andere Röllchen, und zwar, die sind hier angefeuchtet. Und warum ist das so? Gerade diese Stelle brauchen wir, ja, damit es flexibel ist. An der Stelle auch ein kleiner sparsamer Tipp: Wir brauchen keine zwei doppelt verlängertes Röllchen. Und deswegen nehmen wir eins, feuchten das dort an, damit es dort flexibel ist, und legen das so hin. Und das kleine Ende, was sie jetzt schon durch hat, das wird mit einem trockenen Röllchen weiterverwendet, mit einem halbierten trockenen Röllchen. So braucht ihr, so, ja, verschwendet ihr nicht so viel Röllchen. So hat sie das jetzt befestigt. Und das kleine Zipfelstück, also das hier, ist weitestgehend trocken geblieben. Und das Zipfelstück wird dann auch verlängert mit einem halben trockenen Röllchen. Weil wir brauchen auch nicht mehr. Das ist es ja. Warum sollen wir die Röllchen verschwenden, wenn es auch so ein bisschen sparsamer geht? Hier noch einmal. Das ist das angefeuchtete.
und die schiebt ihr zusammen, dass die nebeneinander dann liegen. Und das Kleine wird wiederum mit der anderen Hälfte von dem anderen Röllchen verlängert. Kleiner Tipp am Rande und eine kleine Erinnerung, unser Unterteil, der war ja schon aus 36 Stagen, die wir dann umflochten haben, also müssen hier ebenfalls 36 Stagen rauskommen. Das heißt, dadurch, dass die hier immer doppelt sind, brauchen wir von den Dingern 18 Stück um diesen Kreis rum. In unserem Fall beträgt der innere Durchmesser ungefähr 6,5, 6,7 cm und wir versuchen jetzt nochmal 18 Stück von diesen Röllchen hinzulegen. Wenn euer Kreis zu groß geworden ist, dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen auseinanderschieben. Je kleiner der ist, desto zusammendrücken könnt ihr das dann, desto enger zusammendrücken könnt ihr das. Genau, also nochmal eine kleine Erinnerung an dieser Stelle. Also das hat schon 36 gehabt, also müssen wir da ebenfalls die 36 Stagen erreichen. So, das ist unsere 18. Ja, unseren 18. Knoten, kann man so sagen. Der Kreis hat ausgereicht, der Durchmesser. Und die zwei hier, die werden auch nochmal verlängert. An der Stelle brauchen wir unser komplett angefeuchtetes Arbeitsröllchen. Wir flechten nun eine Schnur aus, drei Arbeitsröllchen. Die legt ihr einfach mal so drunter. Und die Enden werden wir dann auch später kaschieren. Das ist die obere Seite. Und die untere Seite, also die innere Seite, versteht ihr, was ich meine? Also ihr könnt den Kreis auch andersrum drehen. Und die andere Seite als die Vorderseite dann auch hinlegen, je nachdem, welche Seite euch gefällt. Aber nun die einfache Schnur aus drei Arbeitsröllchen. Genau, also das hier hat sie sich dann auch markiert. So sieht das Ganze aus. Also umgeknickt, ihr könnt natürlich das Ganze mit einer Stecknadel oder sowas markieren. Nicht mit dem, sondern da. Und an der Stelle verschließen wir dann auch unsere Runde. Und zwar so. Wir haben nun die Endungen verlängert und flechten noch mal ein oder zwei Runden mit dieser Schnur aus drei Arbeitsröllchen. Am Ende einer jeder Runde werden wir, genau, das war die Anfangsstärke, werden wir die Runde komplett verschließen. Genauso wie bei der ersten Runde, genauso wie bei dem unteren Teil. Das ist dieselbe Flechttechnik und die Runde verschließen wir dann auch jedes Mal. Und jetzt ist noch eine Runde. Genau, und danach werden wir die Stagen auseinanderschieben. So, unsere Runde haben wir wieder beendet. Das ist die dritte. Und sie dann auch verschlossen. Nun verschafft sie sich auch ein bisschen Platz zwischen den ganzen Stagen, damit wir sie auch einzeln flechten können. Packe 1, 2. Ja, an der Stelle ist es vielleicht ein bisschen doof, weil da jetzt die Verbindung kommt. So schaut das aus. Na, ich
Ich hoffe, ihr seht es. Also man, wir umflechten genauso mit einer Schnurzdrei Arbeitsröllchen, bloß dann einzeln. Die Verbindungsstellen müsst ihr besonders abgeben, damit sie euch nicht rausflutschen. Ja, und so weiter, weil die Kamera, die stört jetzt einfach nur. Ihr flechtet jetzt einfach so weiter, wie gesagt, die Schnur aus drei Arbeitsröllchen und verschließt dann auch jede Runde immer wieder und bis eure gewünschte Höhe dann erreicht ist. So, meine Lieben, unsere gewünschte Höhe haben wir nun erreicht. Wir wollen das ungefähr so haben wie der Unterteil von diesem, ja, von dieser Hauptbox. Genau, und für den besseren Fokus legen wir euch jetzt noch ein bisschen, ja, was in den Hintergrund und erschweren das Ganze dann noch, wie wir das hier, ja, wie wir hier die Farbe gewechselt haben und auch den Übergang gemacht haben. Das brauchen wir euch, denke ich mal, nicht zu erklären. Das ist genauso wie an dem anderen Unterteil dann auch gewesen. Das könnt ihr gern zurückspulen und sich das Ganze angucken. Und jetzt macht sie den Abschlussrand mit der Bordüre inklusive, damit der Deckel dann auch fester an unserer Box dann auch gut anliegt und fest sitzt. So, ich vergrößere mal. Pass auf, nicht so rein. Eher nach außen. Jetzt müssen wir so machen. Ja, aber wir machen nicht so. Genauso wie Apfel. Wer unseren Apfel gesehen hat, das Video, da haben wir genau das Gleiche gemacht. Für unsere Bordüre brauchen wir natürlich Stoff und zwar dann auch von innen. Und deswegen lassen wir die Enden auch nach innen enden oder halt, ja, führen sie nach innen. Ich glaube, ich habe vergessen dazu zu sagen, die Starken haben wir vorher angefeuchtet und gut durchweichen lassen, damit sie sich auch gut biegen. Genau, so macht ihr die ganze Runde weiter und wir sehen uns gleich. Und den Abschluss dieser Runde zeigen wir euch auch noch. Der Platzhalter kann nun weg und durch unsere Starke ersetzt werden.
So, an der Stelle die Anprobe. Mal gucken, wie es geworden ist. Minimal zu groß, aber wirklich minimal. Deswegen in diese Richtung, welche? In die, genau, die Flechtrichtung misst ihr das Ganze. So mit dem Daumen. Du musst ein bisschen langsamer werden, der Fokus ist nicht so schnell. Die Röllchen so ein bisschen in die Flechtrichtung noch mal reinschieben, noch mal so ein bisschen. Ja. Jetzt schon besser. Jetzt sitzt es ja, finde ich auch. Sie richtet die Stangen ein bisschen auf. Jetzt egal wo. Und da ist wieder unser Platzhalter. Muss man aufpassen, dass ihr wirklich die richtige erwischt. Das ist wirklich eine Stange, wird hinter die nächste geführt. Und aufgerichtet. Genau. Hinter die nächste und aufgerichtet. Und so macht ihr die ganze Runde weiter. Und der Schluss von dieser Runde. So, jetzt haben wir sie alle aufgerichtet und gleich geht's weiter. Nochmal ganz kleiner Tipp. Ihr könnt noch so von unten das Ganze so ein bisschen hochschieben, dass die Röllchen sich auch richtig schön gerade sich hinlegen. Und ja, und wir können eigentlich jetzt schon unsere Schnur aus zwei Arbeitsröllchen flechten. Die Röllchen sind ebenfalls angefeuchtet. Es ist auch egal, wo ihr dann anfängt. Schnur. Genau, eine Schnur aus zwei Arbeitsröllchen. Aber nicht nach außen, sondern nach innen. Mal langsam. Das fokussiert nicht. Eher dann die Neigung nach innen. Ein bisschen, nicht so stark. Genau, machen. Dann wird der Deckel auf jeden Fall noch drauf passen. Genau, und so flechtet ihr eure Schnur aus, zwei Arbeitsröllchen weiter. Wir haben gedacht, wie hoch machen wir das Ganze? So hoch? Zwei Reihen bestimmt. Also zwei bis drei Reihen werden wir definitiv machen. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr die erste Reihe geflochten habt, dann versucht das Ganze, also die Stangen so ein bisschen hochzuziehen und reinzudrücken. Seht ihr das? Die Fläche hier wird richtig gerade. Dann kann es auch besser auf eurem
ja, vor dem Gefäß dann auch drauflegen, sonst gibt es da vielleicht auch mal Probleme. Das ist schon die zweite Reihe. Ah, das ist schon die zweite Reihe, genau, okay. Also die erste Reihe haben wir eigentlich alle so richtig schön reingedrückt. Ungefähr so, genau, stark nach oben ziehen und mit dem Daumen die Reihen so ein bisschen runterdrücken. Dann habt ihr hier wie so eine Beute und die ist dann gerade und liegt auch richtig schön gerade auf eurem Geflecht. Und so flechtet ihr dann auch zwei, drei Reihen von eurer Schnur aus, zwei Arbeitsröllchen. Zwei Reihen haben wir nun verflochten. Nach unserem Ermessen, für unseren Geschmack reicht es dann auch. Wer möchte und wessen Starken das auch zulassen, können auch gerne drei Reihen flechten. Vier finden wir schon fast zu viel. Aber so eine kleine Bordüre, so eine Borde reicht eigentlich auch schon aus. So, die Röllchen werden folgendermaßen versteckt. Musst du nicht diese Ende hier. Und damit das Ende auch nach innen schaut, hat sie noch mal eine zusätzliche Windung reingemacht. Das da. Und die Überbleibsel könnt ihr dann auch so abschneiden. Eigentlich auch ziemlich knapp. Wer sich das nicht so ganz traut, kann das Ganze natürlich nach dem Bepinseln, nach dem Bepinseln vom Kleber, mit dem Kleber das Ganze dann auch gestalten oder machen. Wir zeigen euch dann auch anschließend, wie wir das Ganze mit dem Kleber bepinseln und auch wie wir die anderen Enden, wie die da hinten zum Beispiel auch noch mal versäubern. Das werden wir auch noch mal zeigen. Und nun kommt auch die Behandlung mit dem Kleber. Dazu haben wir unser Tapetenkleister auch schon aufgelöst im Vorfeld und mit so einem Pinsel recht sparsam aufgetragen. Also sparsam, nicht zu sparsam, aber ja, so dass es nicht zu arg tropft. Da wird vieles aufgeweicht. Da sehe ich auch schon so eine Endung, wo dann auch nachträglich kaschiert und entfernt wird. Und so bearbeitet ihr das Ganze innen sowie außen. Ja, und ganz wichtig, die Ränder. Genau, also ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, die Ränder müsst ihr auf jeden Fall auch ein bisschen, vielleicht ja, Augenmerk auf die Ränder dann auch legen, weil das sind auch die Überbleibsel, die Starken, wo dann geendet sind und die müssen natürlich auch verklebt werden. Großzügig. Und so macht ihr das Ganze weiter, den Deckel natürlich auch nicht vergessen. Nachdem ihr das Ganze bepinselt habt, seht ihr das, dass da der ganze Kleber so ein bisschen runtergelaufen ist. Genau, ihr könnt das, wie gesagt, 2-3 Minuten stehen lassen, damit er eben abfließen kann. So auf den Kopf gestellt
Und dann natürlich den einsammeln und wieder in euer Geflecht reinpinseln, so dass das Ganze auch schön so stehen bleiben jetzt. Genau, schön aufsaugt. Geht runter. Mhm. So. Und wir werden da auf jeden Fall noch unten drunter solche, solche Stelzen, solche noch drunter legen, damit das nicht dran klebt, das meine ich. So, nach circa 5 Minuten, seht ihr das? Da wird schon ein bisschen weniger von dem Kleber. Das sammelt ihr dann auch wieder auf und bepinselt das Ganze auch nochmal oben drauf. Und von Mal zu Mal wird es immer weniger. Diesmal wird das Ganze dann auf den Kopf gestellt wieder. Und gut, das machen wir noch zweimal vielleicht hin und her. Ja, so lang, bis da fast gar nichts mehr, ein Kleber mehr runterläuft. Und dann stellen wir das Ganze auf solche Schienen, also ungefähr so. Genau. Ja, stellt man da so. Genau, das sind solche Ecken aus Metall, die haben wir nochmal mit Folie eingewickelt, damit sie uns nicht so ganz einsauen. Mittlerweile ist das Ganze zwar nach wie vor feucht, man sieht es auch an diesen unterschiedlichen Farben, aber man kann es anfassen, ohne dass der Kleber jetzt an den Händen haftet. Und warte mal. So. Wir versuchen jetzt das da ein bisschen zu kaschieren. Das könnt ihr folgendermaßen tun. Das alles ist jetzt schön aufgeweicht und flexibel. Da müsst ihr auch ein bisschen auch mit eurem Boden vorsichtig sein und mit dem Ganzen vorsichtig umgehen, weil ihr könnt da wirklich ruckzuck euch die obere Papierschicht abreißen und ja, es sieht dann natürlich doof aus. Klar kann man vieles noch korrigieren, aber das sieht dann nicht so toll aus. Wer die Möglichkeit hat, der kann sehr gerne seine Form wieder in die Form reinstellen, aber ihr müsst das auf jeden Fall mit so einer, mit so einer Folie umwickeln, damit das Ganze natürlich nicht festklebt. Ne? Das ist zwar noch, das ist halt immer noch ein bisschen feucht vom Kleber. Und so könnt ihr das Ganze dann auch randrücken an die Form oder je nachdem nach eurem Augenmaß. Und auch wichtig mit dem Lineal zu gucken, dass da auch von der Höhe alles stimmt. Das macht man so in dieser aufgeweichten Phase. So, jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Sie drückt das Ganze nochmal runter, damit eben die Kante komplett gerade ist, aber trotzdem der Boden auch noch gerade bleibt. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen verschieben, wenn ihr merkt, ah, der Boden ist ein bisschen schief. Seht ihr das? Das lässt sich ganz einfach in unterschiedliche Richtungen biegen. Das ist ganz flexibel. Ja. Und auch wenn da Einzelheiten rausstehen oder sowas, könnt ihr die natürlich auch mit reindrücken. Das ist alles in diesem Zustand machbar. Das ist jetzt total aufgeweicht und flexibel. Und da haben wir ja noch etwas, nämlich unsere... Das ist ja noch ein bisschen feucht. Ja, unser Deckel. So könnt ihr das Ganze dann auch kaschieren. Ihr seht, dass ihr irgendwie dann mit dem Muster weitergeht. Dass das Ganze sich nicht unterbricht. Ja, man sieht schon, dass der Kleber nicht so ganz getrocknet ist. Und noch an manchen Stellen recht feucht ist.
sein. Bevor das rantrocknet, mache ich das mal weg. Und so haben wir das kaschiert. Was haben wir noch? Wir haben noch die Überbleibsel da oben. Die starken, die muss man so rausschneiden. Das waren die starken und die zwei sind die Arbeitsröllchen. Auch da ein bisschen gucken, dass es sich mit dem Muster so ein bisschen weiterführt. Als ob man das weiterflechten würde, die Enden reinflechten würde. Und die Starken wurden, wie gesagt, knapp abgeschnitten. So, und dann jetzt noch die drei Weißen hier. Ich muss da runter. Das sieht man jetzt nicht. So. Vielleicht so. Siehst du auch was? Ich muss da hier runter. Okay, ich hoffe, das habt ihr so ein bisschen gesehen, weil jetzt sieht sie selber nicht, was sie da macht. So wurde das ungefähr kaschiert. Genau. So, nochmal auch an dieser Stelle. Guck mal, diese zweite Reihe, was hier dann so verläuft, die guckt häufig mal so ein bisschen hoch. Das macht sie mit dem Nagel ein bisschen rein, ein bisschen drückt sie ein bisschen runter und gleichzeitig tut sie die Borde ein bisschen anheben, aber alles sachte, ne? Also nicht mit Gewalt oder ganz, ganz arg hoch, alles sachte. Und dann können wir das Ganze auch schon gleich anprobieren. Seht zu, dass euer Deckel dann auch rund bleibt. Aha. Und die dicke Stelle. Genau, das ist die dicke Stelle, wo wir unsere Röllchen dann auch versteckt haben. Und solche hier, darf ich ganz kurz mal zeigen. Dazu sage ich auch gleich was dazu. Das sind solche, ja, Risse oder genau beim Bepinseln vom Kleber, mit dem Kleber muss man auch darauf achten, dass ihr dann nicht zu arg an einer Stelle dann rumpinselt. So, auch hier dann gucken, dass das alles gerade ist. Ja, dazu sage ich auch dann gleich. Jetzt probieren wir gleich was und jetzt probieren wir das Ganze noch ein bisschen, ob das so weit passt. Und das passt eigentlich ganz gut. Wenn es zu locker ist. So. Seht ihr das? Das passt eigentlich ganz gut. Ja, wenn es zu locker ist, dann muss man den Deckel auch eher ein bisschen rausziehen. Dann wird er auch schon etwas fester drauf sitzen. Ja. Jetzt sitzt er ziemlich fest, ja. Genau.
Genau, also nur mal so ein paar Korrekturbeispiele für euch. Das wird jetzt zum Trocknen, wird das auf eine Folie gestellt. Der Deckel oder unter den Deckel kommt ebenfalls eine Folie. Und obendrauf kommt ebenfalls eine Folie und mit so einem Gewicht. Mit einem Gewicht und das lässt ihr so über Nacht stehen. Als Beispiel, genau, damit sich das Ganze so ein bisschen mehr verteilt. Ne? Nicht, dass ihr so ein Gewicht mitten da drauf legt und das flutscht euch dann runter. Ich weiß, die Kameraeinstellung ist jetzt ein bisschen doof, aber das Folgende ist eigentlich nur noch die Theorie. Das lässt ihr, wie gesagt, über Nacht trocknen. Und danach könnt ihr solche Risse oder das, was ich euch gerade eben gezeigt habe, könnt ihr mit eurer übrig gebliebenen Farbe auch etwas korrigieren, auch etwas ja, anfärben, bepinseln. Und insgesamt sollte das dann ein paar Tage stehen und trocknen. Und erst danach könnt ihr dann mit dem Acryllack auch obendrauf alles schön bepinseln, das natürlich auch trocknen lassen. Und das war es eigentlich auch schon dazu. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis demnächst. Tschüss.